Nächster Versuch. Wieder vom Anfang? What? Und einmal einen Fehler gemacht und man ist raus? Das ist doch scheiße, ist das doch. Das ist doch Bullshit. Ah, na gut, damit müssen wir uns wohl rumschlagen jetzt, wa? Also, falls es jetzt nichts wird, werde ich, glaube ich, hier danach mal schneiden. Bis zu dem Ort, an dem wir jetzt gerade eben quasi waren. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss, weil immer dasselbe zu sehen, das gefällt, glaube ich, keinem. Und das ist künstliche Spielzeitstreckung. Und das ist nicht gut. So kann man es übrigens ganz gut auch retten, wenn man nicht so gut in Games ist. Dann sagt man einfach, das ist künstliche Spielzeitstreckung. Das ist zumindest meine Methode. Na gut, so ein bisschen hat man ja die Strecke dann teilweise raus. Dann, ist es nicht mehr ganz so schwer. Bloß nicht in dieses Eisding rein. Das ist eine Todesfalle. Das ist wie wenn Donald Trump quasi gewählt wird. Einziges Verderben. Okay, gut. We made it. Es ist nicht Trump geworden. Yay. Oh, und davon haben wir eventuell schon unsere Rettung. Die letzte Bastion ist, glaube ich, erreicht. Jawohl. Sehr schön. Ah, das war mein Trip. So. Dann machen wir das, was wir normalerweise auch immer tun. Erstmal die Schreinsuche wieder hier belegen. Moment. Den komischen Dingsbums brauchen wir jetzt gerade nicht. Das heißt, wir können ja mal sehen, Seelenform wieder hier reinmachen. Das wurde ja gebufft jetzt quasi. Und zwar Schreinsuche. Schauen wir mal, ob hier einer in der Nähe ist. Ne, hier ist keiner im Level. Das heißt, da können wir da schön auf die Side-Charaktere ausweichen. Da vorne geht es, denke ich mal, weiter. Deswegen gehe ich erstmal hier in die Richtung. Das könnte sein, dass wir hier einen von diesen komischen Läden haben. Oder auch nicht. Ich glaube, da ging es wieder zum Schneeschloss oder so. Gut möglich. Aber ich glaube, so groß war es dann doch nicht. Wenn man hier noch die Lawine dazu in Relation setzt, solange wie die uns gechased hat. Oh, was haben wir? Ah, okay. Da haben wir noch ein blaues Blütenblatt. Können wir uns ja nochmal gönnen. Zumindest der Weg hier ist übrigens noch heil geblieben. Das ist auch ganz gut. Die Rennanimation von ihr ist echt nicht die bestaussehendste. Da hören wir auch schon wieder Gegner von rechts. Aus dem AfD-Sektor quasi. Dann schnappen wir uns die doch direkt gleich mal. Hat das ein ganzes Camp mit denen. Must be my lucky day. Leider haben wir keine Ulti, sonst hätten wir nochmal schön mit Hiro und Shun-Ult nochmal reinhauen können hier. Machen wir mal folgendes. Okay, wir können den Hut nicht gleichzeitig tragen und gleichzeitig hier mit Shun schießen. Macht aber auch Sinn eigentlich. Sonst wäre das ein bisschen zu OP. Junge! Okay. So, Matoda. Damit können wir die auf Close Range schneller ausschalten als mit Shun. Und vor allem, du entkommst mir halt einfach nicht, ne? Das kannst du schon mal gleich abhaken, Junge. Eigentlich würde ich blocken, aber passt. Steuerung habe ich ja nach wie vor nicht raus. Selbst nach 50 Parts noch nicht. Ja, komm. Futo Time. Macht hier gut AOE gegen die. So. Da haben wir auch eine Ulti ready. Die hätten wir uns auf jeden Fall noch aufsparen sollen. Mindestens eine für dieses Camp.
Aber kann ja keiner wissen, dass sowas hier am Ende eines langen, dunklen Tunnels auf uns wartet. Ah, die piekst doch schon wieder hier, ne? Das heißt, es wird Zeit für Kunoichi. Denn der ist es ja vollkommen egal. Teilweise zumindest. Weil mit der haben wir ja eine sehr gute Range. Und hier ist natürlich ein Camp. Das heißt wieder ordentlich Schotter für uns, wenn wir das hier zu Fall bringen. Im Normalfall zumindest. Sieht auch ganz gut aus. Ein bisschen AP können wir uns auch wieder jetzt zurückholen durch die Bären. Wobei ich eigentlich hier die Tigerlilie zuerst wollte. Muss ich ja mal Prioritäten setzen, ne? Das kennen wir ja. Aber ja, wie gesagt, ultimäßig gefällt mir Kunoichi verdammt gut, aber ich glaube, der stärkste ist mittlerweile zumindest definitiv Hido. So viele Kollegen, wie der mit seiner Ulti anvisieren kann, ist halt echt krass. Und die Frage ist, ob sich das noch steigern kann. Ich glaube allerdings eher nicht. Vielleicht hat bei einem Level noch ein Ziel mehr oder so, aber ich glaube, momentan ist der schon ganz gut ausgestattet mit seinen 80, gefühlten 80 Targets, die er dann an einzelnen sofort ausschalten kann. Das ist ja eigentlich auch cool, wenn man das hier kaputt haut. Kann man das überhaupt kaputt hauen? Nee, das geht leider nicht. Da ist eine unsichtbare Macht, die uns das leider untersagt. Da hinten haben wir, glaube ich, noch ein Pflänzchen, genau. Das gönnen wir uns natürlich auch nochmal eben. Die Klette, glaube ich, ne? Jupp. Allerdings. Das ist das Schlimmste übrigens, dass sich eure Katzen holen können. Diese scheiß Kletten, die sind ja echt extrem nervig. Okay. Damit hätten wir dieses Level ebenfalls abgeschlossen. War ja auch relativ kurz, weil halt die Lawinensequenz mit dabei war. Und es gibt keine Checkpoints zwischendurch. Das macht das Ganze ein bisschen nervig. Aber gut. Da hinten haben wir anscheinend Mount Fuji. So ein bisschen zumindest, mit einem kleinen UFO obendrauf. I want to believe. Und ja, ich glaube, das reicht dann auch schon für diese Session. In der nächsten Session, die nächste Session könnte schon tatsächlich entweder die vorletzte oder schon die letzte Session Mini-Ninjas überhaupt sein. Denn dann kümmern wir uns um dieses Gebiet hier. Das Gute ist, das Schneegebiet ist noch nicht vorbei, das geht also noch ein wenig. Und ich denke mal, danach haben wir auf jeden Fall den letzten Boss noch vor uns, der sich da wahrscheinlich auch noch Endboss nennt. Aber ja, das war es erstmal für die heutige Session von Mini Ninjas. Ich hoffe, die heutige Session hat euch genauso zugesagt wie die vorherigen. Wie gesagt, das nächste Game kommt auf jeden Fall. Wie gesagt, nächste Session könnte schon die letzte sein und dann geht's weiter mit einem neuen Projekt. Aber bis dahin genießen wir natürlich weiterhin noch die Zeit mit Mini Ninjas. Also ich bleibe auf jeden Fall weiterhin dabei. Ich bereue es immer noch nicht, Mini Ninjas begonnen zu haben als Let's Play. Das macht mir wirklich unglaublich viel Spaß. Viewzahlen technisch, das ist zwar nicht das stärkste Projekt, aber das ist mir sowas von Latex. Mir macht das Game Spaß. Und ja, solange es mindestens einen da draußen gibt, der das Game oder der dieses LP gerne sieht, ist es mir auf jeden Fall recht, weil ich habe meinen Spaß und ich hoffe, ihr habt euch natürlich genauso Spaß wie ich an diesem Game. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Session gefallen hat und dann sehen wir uns bei der nächsten Session Mini Ninjas oder was auch immer ihr sehen wollt, was mich beinhaltet, wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.